als nächster Redner an Bord Christoph Hagen. Er kommt vom Team Stronach. Ich verstehe die Kritik der Grünen nicht, muss ich ganz klar sagen. Wir vom Team Stronach, wir werden dem Gesetz klar zustimmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Mauthausen, das ist jedem Österreicher ein Begriff, hier als Mahnmal nach wie vor erhalten wird und dementsprechend auch ausgebaut wird, dass hier die Menschen das sehen, was nie wieder passieren sollte. Meine Damen und Herren, wir hatten, es ist vom Kollegen Weninger schon angesprochen worden, gestern ein Treffen mit den vier Visegrad-Botschaftern und haben auch über dieses Thema gesprochen. Und ich habe mir da ein paar Stichworte gemacht und deswegen möchte ich das einfach darstellen, warum ich die Kritik der Grünen nicht verstehe. Es wurde hier vom Vertreter der Visegrad-Staaten, vom Sprecher gesagt, sie waren von Anfang an gut eingebunden. Wir hätten gute Arbeit geleistet. Sie geben uns 99,9% Unterstützung. Und es war ein guter Diskussionsprozess. Herr Kollege Walser, ich glaube, Sie sind selber dort gesessen. Sie wissen, Sie haben da nichts mehr dazu gesagt. Das Einzige, was der Herr Botschafter aus Polen noch angeregt hat, und das wurde hier auch schon gesagt, er hätte gern diese 5 Buchstaben, nämlich Gusen und einen Bindestrich zwischen Mauthausen und Gusen drinnen gehabt. Das wäre der Wunsch Polens gewesen. Aber Sie können mit der jetzigen Situation auch gut leben. Also ich glaube, das sagt eigentlich alles. Das ist kein österreichischer Parlamentarier. Das ist jemand, der das von außen sieht, der mit eingebunden worden ist. Und ich glaube, das ist gut so. Meine Damen und Herren, im neuen Gesetz ist auch geregelt, dass die Einnahmen für den Betrieb dieser Gedenkstätte verwendet werden können. Ich finde das positiv im Sinne der Sparsamkeit, die immer im Steuerzahler auch verantwortlich sind, dass hier das Geld, das dort verdient wird, wenn es nicht gebraucht wird für den Erhalt, auch in dem Bereich eingesetzt werden kann und nicht ein Überschuss erwirtschaftet wird, sondern wo der Steuerzahler dann einfach hineingeben muss und dann wird irgendwo irgendwas gekauft, das finde ich nicht gut. Also ich finde das gut, auch die Rechnungshofkontrolle ist ein richtiger Schritt. Was mir ein bisschen aufgestoßen hat, dass natürlich in diesen gewissen Aufsichtsräten und Beiräten die Gewerkschaft wieder eine Rolle spielen musste, da sieht man wieder mal, dass unsere Regierungsparteien doch den Proporz nicht ganz ablegen können. Selbst dort wird noch der Proporz so geführt, dass jede Partei noch ihre Vertreter noch drinnen hat. Aber das sind Kleinigkeiten und im Großen und Ganzen ist das Gesetz so in Ordnung, wie es ist. Und deswegen wird das Team Stronach auch gerne zustimmen. Danke.